Top, die Wette gilt. Karl, warte, einmal kurz zeigen, was wir hier haben. So, das ist unser erstes Stück Holz. Und ab geht's. Noch verschmutzt. Ist verschmutzt? Von der ersten. Okay, haben wir nicht richtig vorbereitet. Nicht, dass das jetzt zu Irritationen führt. Ja. So, und los. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung momentan. Nicht? Keine Ahnung. Hast du Ahnung? Ich hab keine Ahnung momentan. Okay. Was kannst du sein? Es ist einfaches, kannst leicht verständliches Bayerisch. Holz? Es ist Holz, das ist richtig, das ist richtig. Heiß. Müssen wir nochmal fräsen? Ja. Mach zu. So, jetzt machen wir einen Deckel drauf, damit ihr das nochmal intensiver riechen könnt, ja? Ja. Gibt es da so damit feine Aromen, die verflüchtigen sich? Ja. Das ist ein Feinstaub, der vor allen Dingen wahrgenommen wird. Mhm. Und der bleibt jetzt im Kasten länger erhalten. Dann hau noch mal einen rein hier. Achtung. Süßlich, oder? Das ist ein bisschen, ja, süßlichen Geschmack. Geruch. Welche haben wir da? Was haben wir da? Ist an Holzarten. Kirschbaum, ja. Und was haben wir noch? Süßlicher Geschmack. Der Binder haben wir auch noch. Der Binder ist eigentlich einer, ja. Sollen wir noch mal fräsen? Fräsen wir mal. Aber ich dachte. Also ich. Da fräsen wir mal. Ich glaube, wenn ihr am Montag nach Hause kommt, alle in eurem Dorf haben diese Bilder gesehen. Die werden euch komische Fragen stellen. Das merkt ihr auch. Auch. Ja. Die haben sie nicht immer. Aber sie werden es am Montag ist, sehen. Also ich sage, das ist Kirschbaum. Und? Zeig. Die Freiburger sind ein sehr faires Publikum. Das lassen wir durchgehen. Also. Es war Kirschbaum tatsächlich. Ist richtig. Und der nächste, bitte, Olaf. So, warte, Olaf, einmal kurz hier für die Kollegen, damit die sehen, was wir hier haben. Okay. Ist schwer? Nein, euch geht's gut, ne? Ja. Karl, verrückt, oder? Was die Bayern alles machen. Ja. Schon Wahnsinn. Hallo? Ja. Ich tippe mal auf Tick. Burma Tick? Ja. Aber fräsen wir nochmal. Ja. Moment. Burma Tick. Was sagt ihr? Ist Burma Tick? Burma Tick, das ist richtig. Burma Tick, Burma Tick ist richtig. Kann man sich als Bayer gut merken. Burma. Burma Tick. Burma Tick. Burma Tick. Burma Tick, okay. Karl ist der Nächste. So. Okay. Warten Sie bitte mit dem Applaus, bis die beiden sich wirklich entschieden haben. Es gibt ja verschiedene Teak-Sorten, ne? Und ich bin gespannt, ob die Unterhaltung, der Dialog gleich wieder so losgeht. Aus der Ordnung, ich habe überhaupt keinen. Kinder kriegen, das wären bestimmt was Spechte. Was meinst du? Bitte?
Wenn Sie mal Kinder bekommen, das wären bestimmt Spechte. Die Kinder, ja. 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 Solche Männer kriegen Spechte. Mhm. Ich auf den Schlauch. Ich meine, es könnte sein. Gib mir mal einen Tipp. Einen Tipp? Mir zum Tipp sagen? Oder? Nein. Also, ich glaube... Wir müssen laut und deutlich sprechen, weil sonst interpretieren die gleich Untertitel. Red Western Cedar oder Atlas Cedar. Mach mal zu und fressen wir nochmal. Mhm. Fressen wir nochmal? Ja, gut. Fressen wir nochmal. Karl, ich übersetze kurz, wird noch einmal gefräst. Danke. Gerne. Hm? Was meinst du? Hast du Ahnung? Ja. Ha, ist das? Red Western Cedar? Was meinst du? Ja, ich mein so. Ja. Red Western Cedar müsste es sein. Ich sogar. Red Western Cedar. Red Western Cedar, das ist richtig. Das ist richtig. Einer fehlt uns noch. Einer fehlt uns noch. Olaf. Olaf greift zum Äußersten. Ja. Greift wirklich zum Äußersten. So. Das ist die nächste Nummer. Wenn ihr die richtig habt, dann wird das ein großes Hallo morgen bei euch zu Hause. Ja. Ihr lebt in einem kleinen Ort? Ja. 280 Einwohner. Ach, nett. Und jeder kennt jeden. Jeder kennt jeden, ist aber nicht miteinander verwandt, sondern... Das ist die Gefahr. Nee. Gerade in Bayern. Da kennst du ja. Nein, aber das, ja, muss, das muss gibt, nicht so sein. Es gibt mehrere Postboten. Ja, mehrere Postboten. Große Späne. Große Späne, gutes Zeichen. Ja, ne? Ja. Ich muss das einmal sagen, das ist wirklich wahnsinnig schwer. Du hast es versucht. In der Probe versucht. Und es gibt ein paar Holzsorten, die sehr... Ganz wenig genug. Ganz wenig genug. Oder andere eben nicht. Aber so. Machen wir mal zu. Ich habe ganz, ganz wenig genug. Ich glaube, das meiste verfliegt. Hast du Ahnung? Hast du keine Ahnung? Ich habe Ahnung. Gerade jetzt in der Erkältungszeit, ne? Wenn man sich da so eine leichte Zellulose eingefangen hat. Ich kann es nicht zuordnen. Macht es eigentlich glücklich, wenn man sehr lange dran riecht? Oder? Ich habe es nicht versucht. Ja. Aber Sie machen einen ausgeglichenen Eindruck. Steht noch nicht im Betäubungsmittelgesetz, das, was ihr da macht. Auf die Dauer ist nicht gesund. Ist so, ne? Ja. Es führt bestimmt. Also bitte, liebe Kinder, nicht nachmachen. Was aber auch eher an der Fräse liegt, ne? Ja. Das war es dies. Ich glaube. Hier dann, ich kann es ja so wissen. Also ich tipp mal auf Rubinie. Ja! Ja! Das ist ja sensationell. Wette gewonnen! Wette gewonnen! Super! Ganz toll! Super. Okay. Herzlichen Glückwunsch! Großartig! Das ist eine tolle Geschichte. Die Supernasen sind zurück.